Hey Leute, was geht? Für uns dann herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu FIFA 22. Heute gibt es mal wieder eine Freistoß-Challenge und hier werden wahrscheinlich absolut kranke Tore fallen. Wir haben nämlich Ronaldinho Prime Icon Moments, der hier heute die Freistöße schießt. Einfach der perfekte Freistoßschütze. Nebenher haben wir geile Teams mit einigen teuren Spielern. Ich meine, Ronaldinho steht ja sowieso schon auf dem Spiel. Dann gibt es weitere Icons, SBC-Karten und. Und der Gegner heute ist Heisen. Jo Leute, was geht ab? Ja Mann, ich bin auf jeden Fall mega gespannt auf eine Freistoß-Challenge. Das ist so eine Art Debüt für mich. Sonst habe ich ja mal eine SBB noch aufgenommen, aber ich habe richtig Bock auf die Challenge. Ja, das Ding ist, bei dir weiß ich, du kannst auf jeden Fall auf die Freistöße schießen. So als E-Sportler hat man da auf jeden Fall gut was im Repertoire dementsprechend. Das wird eh interessant, dadurch, dass wir eine Longshot-Freistoß-Challenge machen. Wir schießen alle Freistöße aus 30 Metern oder weiter weg. Dafür haben wir auch einen kleinen Keeper am Tor, der so 1,55 oder so groß ist. Also for real, der ist 1,55 groß. Damit auch ein paar davon reingehen. Ich glaube, das kann cool werden. Stell dir mal vor, man schießt gleich einen so von der Mittellinie Latte rein oder so. Da wäre schon clean, oder? Ja, da können schon so einige clean Schüsse dabei sein. Ich weiß, du und ich auch können Freischüsse schießen. Das heißt, da können richtig geile Shots heute dabei sein, sag ich dir ehrlich. Leute, lasst einen Daumen nach oben da. 10.000 Likes für die Challenge. Wir werden sehr, sehr, sehr fresh. Bevor wir in das Video reinstarten, gibt es ganz schnell einen Shoutout für meinen festen Partner Switch. Jeder von euch kann sich genau jetzt über den Link in der Videobeschreibung einen neuen Account bei Switch erstellen. Und egal, ob man vorher schon einen Account hat oder nicht, man kriegt 5 Euro geschenkt. Dafür muss man nichts einzahlen. Man braucht keine bestimmte Spielzeit. Nach 24 Stunden sind diese 5 Euro einfach drauf und mit denen kann man dann spielen. Und generell braucht man eigentlich nicht mal Geld in der App, weil auf Free-to-Play ist Switch ein richtig geiler Real-Life-Fußball-Manager. Wir haben ganz viele verschiedene Wettbewerbe, zu denen man Teams bauen kann, beispielsweise auch die Champions League. Und heute und morgen ist ja Halbfinale der Champions League, deswegen ist das einfach mega passend. Jedes Mal, wenn ihr euch einen Wettbewerb ausgesucht habt, dann stellt ihr euch eine Startelf zusammen, dafür habt ihr ein bestimmtes Budget. Und ihr wählt am Ende einen Captain. Das ist mein Team, was ich hier für das Champions League Halbfinale abgebe. Ich hoffe, die werden alle durchspielen und gute Leistung bringen. Dann werde ich auf jeden Fall eine gute Platzierung abreißen. Ich war auf jeden Fall schon ein paar Mal in den Top 2%. Und ich sag euch ehrlich, wenn man nebenher Switch spielt, macht Champions League oder generell Fußball gucken auch nochmal viel mehr Spaß, wo man mitfiebert. Machen die Spieler, die man aufgestellt hat, geile Aktionen, ein Tor, einen Assist, einen guten Pass, gewinnen den Zweikampf. Weil das alles bringt Punkte, die werden zusammengerechnet und so kommt man hoch in die Rangliste. Und wenn man mit Geldeinsatz gespielt hat, dann kann man sogar echt eine gute Menge gewinnen. Also checkt Switch gerne ab. Der Downlink ist in der Beschreibung. Nehmt die 5 Euro gratis mit und kommt auch gerne in die Pro-Uns-Community. Wir haben eine eigene Community. Dazu ist auch ein Link in der Beschreibung. Da sind bald 1000 Leute drin. Vielleicht machen wir die 1000 noch voll. Wenn ihr da reingeht, dann könnt ihr schauen, wer war der Beste aus der Community an diesem Spieltag. Was hat Pro-Uns für ein Team gebaut und wie viele Punkte hat er geholt? Wie seid ihr im Vergleich zu den anderen hier aus der Community? Und. Deswegen kommt da auch gerne rein, wenn ihr die App habt. Okay, Team stehen. Wir sind ready. Wir sind bereit, ab geht's. Wir kicken ein paar Freistöße. Let's go. Oh, entspannte 31 Meter, Benni, hast du hier vor dir. Oh, schon eine gute Distanz. Okay, ich überlege direkt, was mache ich cooles mit Ronaldinho. Will schon, dass der nice kommt, der erste. Im besten Fall reingehen. Das Ding ist, Danny trainiert auch jeden Tag im Wohnzimmer die Dinger. Das ist halt das Furchtbare. Ich hab Idee! Oh. Nein, Latte, nein! Nein! Nein, schade. Scheiße, auf was habe ich mich eingelassen? 31. Ja, 31 auch. Genau. Selbe Distanz, selbe das Bedingungen. Wenn man hier dichter Freistöße bekommt, brechen wir ab, dann muss man einen 9 nehmen, weil keiner darf dichter als 30. So, mal gucken, wie mein erster wird. Gucken, ich bin gespannt. Eigentlich kann ich Freistöße. Oh! Cool, okay, oh. Guck mal. Man sieht, hier ist Qualität drin auf jeden Fall. Sehr gut. Gleich auch ungefähr an der Grenze so. Ich will genau die 30 haben. 31. Na, wieder 31, aber ist kein Problem. Okay, ich versuche es anders diesmal. Mein Torwart mit den 1,55 wartet, Digga. Der ist so klein, das Geistkrank. Ronaldinho, der 60! Ui. Aber aufs Tor, viel zu spät. Wie hoch ist der denn geflogen? Geile Position, ey. Für mich, leider. Ja. Aber wir machen ohne Keeper-Move, ne? Ja, ja. Ohne alles. Ja, klar, klar. 31 wieder, wir haben es echt drauf, ne, mit der Distanz. So, jetzt. Ich probier's nochmal genau den gleichen. Bitte nicht. Ist noch ein bisschen tiefer. Wird gar nicht schmecken. Ist noch ein bisschen tiefer. Nee, der wird scheiße. Der war. Jo! Boah, der war zu Mitte. Ich glaube, wäre der in die Ecke, wäre der drin gewesen. Ja, der Keeper wird mal so schwitzen. Aber der ist jetzt auch nicht komplett ohne Hände. Ne? Also wenn er genau auf ihn fliegt, dann macht er schon was. Ja, ja. Also er hat sich vom Ball abprallen lassen. Ich glaube, du hast wieder die 31-Meter-Marke. Oh, 30. 30! Ah, der ist drin jetzt. Ohne viel reden. So, Ronaldinho. Ronaldinho, egal. Er visiert an das Tor. Er hat die Idee. Ronaldinho! Oh. Nein!
Der dreht sich zu weit diesmal. Junge. Ah. Wer kennt's nicht? So, solche Freischüsse als Rechtsfuß auf der Seite ist viel leichter als von der anderen Seite, weil man den besser reindrehen kann. Und das werde ich jetzt mal zeigen. Wir sehen ihn wieder so an. Diesmal laden. Oh, ich habe sehr weit aufgeladen. Ich habe sehr weit aufgeladen! Torwart. Was ist das denn? Torwart. Super Typ, wichtig und richtig. Wo ist das groß hier? Der erste kam super und danach ein bisschen Flop. So, ich schieße den jetzt so. Ich mach den wie eben nur ein bisschen mehr Kopf. Und dann geht er auch rein. Okay, dann geht er auch rein. Da kannst du gar nichts machen. Und dann geht er auch rein! Let's go, Ronaldinho! Digga. Was? Was habe ich mich eingelassen? Wunderbar! Ich habe aus meinem Fehler eben gelernt. Hab ein bisschen besser gezielt. Und dann zappelt der auch im Netz. Wie du skippst. Respektlos! Das war dieser automatische Skip-Move. Wow, Mann. So. Jungs, 30 genau. Ich mach dir jetzt mal nach. Du hast von da nach da gemacht. Das mache ich jetzt auch. Und ich probiere den jetzt auch nochmal von oben nach. Also so Knuckleball-Style. Ist es Knuckleball? Nee, ich weiß nicht. Ich habe mit Außenriss gemacht. Also ich habe quasi von der anderen Seite. Ah, okay. Aber ich probiere nochmal so. Rechts vom Tor. Ich habe gutes Gefühl. Nee, da war Quatsch. Rot oder was? Junge, drei rote. Hä, bei dir gibt der Rot, wenn du mich anguckst, ne? Das ist krass. Ehrlich. Aber jetzt haben wir die richtige Distanz. Was ist meine Distanz? Warte mal, okay. Ich habe eben aus einem Fehler gelernt. Ich lerne jetzt auch noch aus einem anderen Fehler, den ich gemacht habe. Ich mache jetzt eine andere Freistoßart, die vorhin auch nicht funktioniert hat. Und die mache ich jetzt auch besser, weil er sich senkt. Oh, was? Oh, was? Garcia! Garcia ist der Beste! Was? Er war dran, er legt ihn ans Ladenkreuz. Was bin ich sehend? Der war ja geisteskrank, okay. Du hast Druck auf dem Kessel da hinten, ne? So, 30 Meter, aber diesmal. Ups, das hab ich gefunden. Hey, was passieren hier für wilde Sachen? Acht Schützen auf einmal. So, jetzt machen wir was anderes aus. So, jetzt probieren wir hier so zu machen und dann. Das wäre so schön gewesen, so curved. Yes, oh. Yes, yes. Oh, weg. 1-0 nur. Einer ging nur rein in der gesamten Halbzeit. Oh, aber es hätte gefühlt schon 4-4 stehen können. So, mein Gott. Das ist es. Das ist eine super Position. Was mache ich diesmal? Die kommen ja gerade alle super bei mir eigentlich. Ja, fast gar keinen mehr. Gar kein Verteidiger mehr. Nur die Mauer ist voll und das war's. So, drei rote Karten. Krank. In so eine Curve aufs Tor kriegst du auch drin, oder? Oh, oh, was? Wie Lattelinie raus und Controller geht leer dabei und so. Was ist das denn? Ah, ja, ja. Bin sauer. Nice. Jetzt hageln noch bei mir die Roten. Na, guck, ob es 30 Meter sind. Auch wer doch. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. 29, guck mal, ich hab's gecallt. Der wird reingeschnitten. Du wolltest unbedingt von dort. Ach, ich hab's dir gesagt. Ich hab ein Auge dafür, für die Distanz. Gönnst du den Meter? Hier, pass her. So, das kosten jetzt aber 30 Meter. Da ist 100% sogar weiter, oder? 31, okay. Ja, weiter. Das ist eine geile Position. Das ist eine komische Position, weil mein Keeper steht jetzt Mitte. Ich weiß nicht, ob das geil ist für dich. Ich probiere jetzt nochmal genau das gleiche zu machen wie eben. Hab ich so gemacht. So. Chef, und der wäre reingerutscht. Aber ich habe genau das. Oh, ich schwöre, ich habe genau den gleichen Spin dem Ball gegeben und diesmal ist er nicht so krass geflogen, ich check ihn nicht. Langsam müssen wir ehrlich aufpassen, ne? Ansonsten wird das Spiel gleich abgebrochen. Ja, ja. Also vier rote Karten darf man. Naja, es ist eine mehr und ist durch, der Lachs. Ja. So, ich habe niemanden im Weg, das ist sauber. Digga, weil ehrlich Mittellinie schießen, wenn wir so weitermachen. Muss man einfach nur gut aufs Tor gehen. Auch von hier muss man den nur gut aufs Tor bringen! Ach so. Let's drücken, wenn du den drückst, nämlich sauer. Digga, guck mal, wie der geflogen ist. Oh mein Gott. Der war schon schön. Ja. Also starten ein neues Match. Das Spiel wird gerade abgebrochen, weil es zu viele rote Karten ist. Wir ein bisschen übertrieben mit den Fouls. Alles gut. Weiter geht's im neuen Spiel. Hier. Kriegst ein paar Kicks. So. Junge, sogar gutes Wetter jetzt. Vielleicht bist du ja schön Wetterfußballer. Ich bin ehrlich schön. Mann, da fühlt sich Ronaldinho doch einfach viel mehr wohl. Ey. Ich sag dir, wie es ist. So, ich hau den jetzt mal. Ich weiß gar nicht. So, ich probiere das jetzt mal auch mal aus, was du hier gemacht hast. Du hast ihn da hingeschossen. Aber ich probiere mit einer anderen Technik einzubringen. Nicht so. So. Mann, der Mama Mathematik. Bei ihm sind so Formeln im Gesicht gerade beim Freispiel. Oh. Oh. Ja! K-
Garcia, der war gut, der war gut. Okay, Ronaldinho. Warte mal, ob sich der Keeper mobben lässt. Alles probieren. Also jetzt geht's. Was ist jetzt vor? Boah, Heber. Respektlos. Hinter sich hinter ihm rein. Ja, so respektlos. Okay, Leute, wir müssen jetzt die Taktik hier komplett umdenken. Ich muss eine neue... Wir müssen jetzt daraus lernen. Wir probieren jetzt was ganz anderes aus. Nämlich, wir ziehen jetzt den Kameramann an. Warte. So, Kameramann angezielt. Jetzt von da aufladen. Und... Rein das Ding! Oh! Warte, hä, was? Oh, okay. Kameramann, oh, der Kameramann dran. Ist es. Wenn das hier noch gedreht wird, dann wäre das echt die traurig. Ich komm ran. Ich bin jetzt langsam drin. Na, du hast auf irgendeinen Kameramann gezielt, ne? Muss ich auch mal. Ehrlich, der Kameramann, ich zieh gleich wieder auf den Kameramann. Siehst du auch auf den Kameramann? Da ist ein Kameramann. Oh! Was? Mir hält mein Fest! War der so scheiße? Nee, Mann. Hat zu wenig Kraft. Ach, mit außen ist gar nicht besser irgendwie. Viel besser als mit innen. Der abused jetzt! Er geht jetzt jedes Mal auf den Spot, macht denselben. Hey, was ist der denn? Bro, ich hätte auch abusen können. Hey, egal, der wird nicht reingehen. Abuse, alles gut, der wird nicht reingehen. Ey, man muss auch mal das nehmen, was erfolgreich läuft. Ja, geht ja auch um Discards, alles gut. Aber den holt mein Keeper, er war eben schon gut im Sprung. Ich hab den Kameramann wieder so im Fokus, Leute. Torwart. Ich hab den Mann so im Fokus. Nein. Ja, oh. ja. Nix mit Abusen hier, nicht mit mir. Oh. So. Dann liegst du auf dem Boden. Dann kriegst du jetzt, was du haben willst. Also aktuell ist es gut, weil du hast angefangen. Das heißt, wenn du ihn jetzt verschießt, hätte ich die Chance auszugleichen oder einen Discard zu haben. Das wäre noch okay. Aber jetzt, wenn du ihn jetzt machst, dann war's das und es ist Game Over. Ja. Das gibt's nicht, Digga. Warum sag ich das auch, Junge? Und da redet nicht mal da drüben, Mann! Du wolltest abusen, dann abuse ich meine Ausrüstfreistöße, die sind göttlich. Zack, da haben wir den Sieg. Jetzt kannst du nochmal gucken, ob eins oder zwei Discards. Aber zwei geht eigentlich fit, würde ich sagen. So. Ah, ein bisschen hier treten, du liegst auf dem Boden jetzt. Hä? So, rot. Egal. Komm, Ronaldinho. Ein Discard wäre wichtig, ein Discard. Zwei muss schon. Torwart macht das. Mal, zielst du wieder auf Kameramann? Nee, diesmal nicht, weil ich hier sonst Abuser geschrieben wird in den Kommentaren. Nee, kannst das du machen, ist, alles gut. Nee, das sind hier für die Kommentare jetzt. Das ist für die Kommentare, Chat. Das ist jetzt für die Kommentare der Schuss. Torwart! Ja! Oh, der war richtig knapp. Also aus meiner Sicht. Oh. Nice. Okay. Digga, du kannst... Du kannst. Hallo? Achso. Ich dachte, du erzählst, was ich discarden kann. Ich dachte, du erzählst so, ja, du kannst. Ronaldinho discarden, Puskas discarden. Ich war auch am Warten, dass du weiterredest. So. Und du warst am Warten, dass ich rede. Ja, das ist richtig komisch. Unangenehme Stille. Beide sitzen, ne? Beide am Warten einfach. Ja, okay. Du hattest 4-5-1 oder so, ne? Ja, genau. Also man kann Ronaldinho discarden, Puskas discarden und noch einige Icons und andere Spieler. Vor allem so Karen. Das Ding ist, ich hab gesehen, auch dieser Coutinho und so, ne? Dieser Coutinho Winter Wildcard, ich finde den Geistkern gut, den kann man nicht wiederbekommen. Also auch der Karen ist auch auf meiner Schuss. Karesma auch. Ja, stimmt, der ist auch richtig geil. Der spielt sogar beim Main Team. Aber wo hast du die? Komm, ich nehme deinen mittleren ZM, Herzstück der Mannschaft. Da wird einmal reingeschossen. Und was ich noch nehme, ist dein mittlerer Stürmer. Hey, ich habe nur einen Stürmer. Ja, den nehme ich. Wow. Oh, jetzt hast du mein Herzstück. Das sind beides meine in meiner Startelf, in meinem Weekend League Team eigentlich. Puskas und Koke. Ah. Oh, hey, sind die stehen geblieben? Ja, ich habe einfach alles stehen gelassen. Ja, Freunde. Mann, Danny, du nervst mich. Warum fragt der Mann mich immer und dann muss ich discarden? Das nervt mich wie Sau. Mann. Gut geschossen bei den Freistößen und gut geschossen bei den Snipes. Das schmeckt immer sehr, sehr gerne. Ja, kannst wegschicken, die beiden Brüder. Sind schon coole Karten, sag ich dir, wie es ist. Ich sag dir, wie es ist. Ich werde mich gleich rechnen in meiner Folge. Ich werde mich da so rechnen, ich sag dir das. Also jetzt kann ich Freistöße richtig gut. Aus 30 Metern habe ich selten trainiert. Aber jetzt habe ich es drauf, würde ich sagen, Chat. Ey, sag dir, wie es ist. In deinem Video mache ich 10 Mal mit Außenrissen. Das ist alles super. Wir nehmen bei Eisen auch eine Folge auf. Auch aus der Distanz. Und dort aber mit Maradona Prime Moments. Auch eine geile Karte, checkt es ab. Link ist in der Beschreibung. Switch ist auch verlinkt. Wer die App noch nicht hat, gerne gönnen. 5 € gratis mitnehmen und lasst gerne ein Like da. Wir sind raus. Ciao.
hoffe, das war ein freshes Video. Das war ein freshes Video, Junge. Rein, das war das beste Video der Welt, Jungs. Haut rein, ciao, ciao.